Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem Video und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich bin ein bisschen nervös, weil es geht jetzt darum, ich werde jetzt die zwei Gewinner bekannt geben von meiner Adventsverlosung. Die ging ja bis heute, bis zum dritten Advent, 18 Uhr. Und ja, ich habe mich dann eben um 18 Uhr an den PC gesetzt, habe die Verlosung geschlossen. Und Wahnsinn, ich habe ja immer mal wieder die letzten Tage nach euren Kommentaren geschaut und Voraussetzung war ja, um teilnehmen zu können, mir ein kurzes Gedicht zu schreiben, ein selbst ausgedachtes, und ich hätte nie gedacht, dass so viele mitmachen. Deshalb tausend Dank an euch, ja, dass ihr so kreativ wart und mir wirklich so süße, liebe Worte, Gedichte geschrieben habt. Ich bin echt von den Socken und freue mich da riesig drüber und ich werde es mir auch ausdrucken alles. Es haben, glaube ich, über 200, weiß ich nicht, fast 230 Kommentare, meine ich, hätte ich unter dem Video. Wahnsinn. Leider können nur zwei gewinnen. Es gibt ja den sogenannten Hauptpreis und den Trostpreis. Ja, und die beiden möchte ich natürlich jetzt bekannt geben. Ich habe dann mich eben dran gesetzt und per Zufall mit dem Zufallsgenerator ausgelost. Deshalb, ja, nicht traurig sein. Wenn ihr jetzt nicht unter den zwei Gewinnern seid, ich habe ja schon angekündigt in meinem letzten Haul-Video, dass es eine kleine Silvesterverlosung noch geben wird. Und Silvester ist ja auch nicht mehr weit weg. Da könnt ihr dann wieder euer Glück versuchen. Ja, und ich würde sagen, ich werde jetzt die zwei Gewinner bekannt geben und fange mal mit dem Trostpreis an. Ja, machen wir jetzt. Und nicht erschrecken, heute ist Sonntag, heute war mal, war mal nichts bei mir. Die letzten Tage waren ein bisschen stressig, aber auch schön. Ja gut, ich war erkältet oder bin auch noch ein bisschen erkältet. Deshalb seht es mir nach, wenn ich so käsig weiß jetzt hier vor euch sitze. Aber ich habe mich heute nicht geschminkt. Ich musste heute nicht raus, außer mit Puma ein paar Schritte laufen. Deshalb sitze ich halt jetzt hier so, ja, ich gucke mich mal hier im Spiegel an. Naja, halt ungeschminkt. Warum nicht? Ja, so, und jetzt der Zufallsgenerator hat entschieden und beim Trostpreis, ich lese jetzt erstmal das Gedicht vor, vielleicht erkennt diejenige ja schon ihr Gedicht. Also, ach wie schön, es ist soweit, es bricht heran die Winterzeit. Es wird schnell dunkel und auch kalt, hoffentlich schneit es dann auch bald. Gemütlich wird es dann mit heißem Tee, wenn ich der Moldawit zusehe. Gut gelaunt, mit neuem Motto, schaue ich gern das Lidschattenlotto. Die Videos sind einfach gut, da ziehe ich auch meinen Hut. Und so wünsche ich dir und jeder, der dich kennt, einen schönen besinnlichen Advent. Vielen, vielen lieben Dank für das wunderschöne Gedicht. Also, es gefällt mir richtig gut. Und ja, die Liebe, die gewonnen hat, die den Trostpreis gewonnen hat, heißt Pustekuchen. So geschrieben, die liebe Pustekuchen, ich gratuliere dir recht herzlich. Ich blende auch nochmal deinen YouTube-Namen jetzt hier irgendwo wahrscheinlich da ein. Also herzlichen Glückwunsch, du hast den Trostpreis gewonnen. Vielen Dank für dein liebes Gedicht. Ist wirklich super geschrieben. Und ja, jetzt machen wir direkt weiter. Jetzt geht es um den Hauptpreis, der ja die Urban Decay Basics 2 Palette enthält. Und ich lese auch hier das Gedicht vor. Winter ist es geworden, bei uns auch hoch im Norden. Draußen ist es kalt und grau, mir wäre lieber, es wäre weiß und blau. Es ist nun mal, wie es ist, das Christkind und der Weihnachtsmann, das sei gewiss, werden trotzdem wieder Geschenke bringen. Die Kinder werden wieder singen und die Glocken hell erklingen. Auch super süß geschrieben. Vielen, vielen lieben Dank auch an dich. Vielleicht hast du dich jetzt schon erkannt in deinem Gedicht. Ja, und du hast den Hauptpreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Nummer, ja, fängt mit einer Nummer an. Das ist die YouTuberin mit dem YouTube-Namen 01flora01. Genau, ich blende den Namen nochmal ein. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, du hast den Hauptpreis gewonnen. Ich gratuliere dir und auch dir ganz lieben Dank für dein Gedicht. Ich werde mich mit euch, also mit den beiden Gewinnerinnen jetzt bald in Verbindung setzen. Sprich, schaut in euch euer YouTube-Nachrichten-Postfach rein. Da werde ich euch anschreiben, dass wir dann die Adressen, ne, dass ich da schnell dran komme und so, dass dann der Gewinn noch vor Weihnachten, ja, zu euch kommen kann. Und
wie gesagt, vielen lieben Dank an euch alle, die so zahlreich dran teilgenommen haben an der Adventsverlosung. Ich habe mich riesig gefreut. Ich freue mich jetzt immer noch, weil ich habe jetzt von jedem von euch ein super liebes, schönes Gedicht und werde mir das immer mal wieder durchlesen. Und deshalb, ja, und wie gesagt, eine kleine Silvesterverlosung steht dann bald an. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch jetzt einen schönen, ja, ich denke mal, ich werde es jetzt ganz, ganz schnell bearbeiten und die Ersten werden es jetzt noch am dritten Adventssonntagabend sehen. Ja, und bis dahin, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich dann bald wieder. Ja, ich würde mal sagen, bleibt mir schön gesund und bis ganz bald, eure Nadine.